Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Folge von Animal Crossing New Horizons. Ich habe ein bisschen weitergebaut, wie immer. Die letzten paar Tage kam, glaube ich, nichts, aber vom Carlson habe ich hier, was habe ich bekommen? Eine Wespe. Nice. Der war nämlich auch gestern da. Habe ich aber erst sauspät entdeckt, deswegen habe ich es nicht aufgenommen. Ja, ja. Und ein Schneiderei-Coupon habe ich von der Minna noch bekommen, der ganze 3000 Sternis wert ist. Heftiger Scheiß. Genau, für die Minna habe ich nämlich auch dieses Outfit hier, das ich gerade anhabe, gezeigt. Ich sollte ihr ein Outfit geben, was man irgendwie auf einer Bühne tragen kann. Und ich fand das sieht aus wie ein Bühnenbild, oder? Boah, das ist eine riesige Wespe. Das ist ja richtig ekelhaft. Ekelhaftes Teil. Okay, geil. Gefällt mir. Und halt diesen Sterni-Coupon von der Minna, der mir auch gar nichts bringt. Ja, ja. Aber vielleicht kann ich damit ja bei Sina angeben, dass ich so einen tollen Coupon von ihrer Schwester bekommen habe. Die schenkt mir jetzt auch jeden Tag irgendwie was. Deswegen, hallo Sina, hast du auch heute was für mich? Oh, Daisy, ich hatte gehofft, dass du heute bei uns reinschaust. Ich habe ein neues Stoffdesign für dich. Guck mal. Ja, irgendwie schenkt ihr mir jetzt jeden Tag immer ein Stoffdesign. Ich weiß auch nicht warum. Ist aber echt nett. Und guck mal, sie macht das extra nur für mich. Sie hat das nur für mich entworfen. Ach, Sina, du bist die Allerbeste. Ich weiß, was du denkst. Warum arbeitet Sina jeden Samstag? Tja, Samstag bin ich irgendwie am produktivsten. Wahrscheinlich stachelt mich der Gedanke an, dass ich dann am Montag weniger zu tun habe. Aha, stacheln, weil sie ein Igel ist. Funny. Funny money. Ich habe heute schon geguckt. Hier gab es heute nichts Interessantes. Ding. Sofort wieder raus. Und heute gehen wir nämlich auf ein paar Meileninseln. Denn ich habe die Marika hieß sie, glaube ich, aus der Stadt rausgemobbt. Na, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich die Nadine gemobbt. Achso, hier sieht das jetzt übrigens auch ein bisschen anders aus. Also der Bambus ist gewachsen. Obwohl Jay gesagt hat, der würde hier nicht wachsen, weil er zu nah am Zaun ist. Aber doch, er ist einfach gewachsen. Und sogar recht hübsch, oder? Also ich finde das recht hübsch, auch wenn er jetzt ein bisschen größer ist als die Bäume. Naja. Aber ich finde cool, dass man jetzt hier einfach über den Fluss rübergehen kann. Weil früher musste ich hier immer mit einer Stange rüber und das war nervig. Und jetzt kann man hier einfach, wenn man durchs Museum, also am Museum lang geht, da auch lang gehen. Ohne dass es auffällt, dass man hier irgendwie irgendwas komisch gemacht hätte. Und eine Brücke brauchte ich auch nicht. Mega gut. Aber apropos Brücke, Leute. Ich habe eine neue Brücke hier auf der linken Seite. Hier kommt übrigens auch noch überall Bambus hin. Muss ich nur mal pflanzen. Und hier habe ich auch noch irgendwas geplant. Aber machen wir irgendwann anders. Hier ist nämlich jetzt eine neue Brücke, die leider nicht richtig gut abschließt mit den Bodendesign-Dingern. Muss ich hier, glaube ich, einfach auch nochmal... Ach, wir machen das jetzt kurz, damit das besser aussieht. Ich hoffe, das geht. Schönen Steinweg dahin. Wehe, das geht jetzt nicht. Okay, es geht. Okay, also unter Brücken kann man das machen. Man kann da nur nicht abschließen mit den Zäunen. Oh, so geht das doch eigentlich ganz gut fit. Das, ja, hier ist jetzt halt ein Teil zu viel, somehow. Egal, das ist jetzt nicht so wichtig. Hier links hatte ich ein Café oder sowas mir vorgestellt, dass das hier hinkommt. Ich glaube, ich werde das dann hier auch alles verkleiden mit Holz und dann kommt da so ein kleines Café hin. Also so ein Outdoor-Café halt. Fände ich, glaube ich, ganz hübsch. Wenn die schon das richtige Café nicht in dieses Spiel reinpacken, dann baue ich halt mein eigenes Café. Ach, der KK ist heute da, stimmt. Ach shit, die Haus bleibt ja stehen. Ich bin ja richtig dumm. Ich dachte, sie nimmt ihr Haus mit. Warum auch immer ich das dachte. Ich wollte nämlich Sachen hinbauen. Naja, egal. Ich habe die Marika auf jeden Fall für 5 Nogmiles-Tickets verkauft. Zu verkaufen. Jetzt kann ja natürlich irgendjemand anderes rein. Und ich finde übrigens dieses Hundehäuschen richtig cool. Da ist nämlich ein sehr, sehr böser Hund drin. Der ist sauer, dass ich Marika aus der Stadt gemobbt habe. Wer übrigens nicht mehr weiß, wer Marika ist, das war auch so ein minzfarbenes Eichhörnchen. Aber eigentlich möchte ich halt, dass Nadine weg ist. Aber ich glaube, Nadine mag mich zu sehr und deswegen wird die erstmal nicht ausziehen. Aber jetzt haben wir ein Eichhörnchen weniger und wie gesagt, habe ich sie für 5 Nogmile-Tickets verkauft. Also hier war dann jemand und hat die angesprochen und wenn irgendwie deine Bewohner schon eingepackt haben, ihre ganzen Möbel und dann jemand aus einer anderen Insel die anspricht, dann ziehen die wohl dahin. Und das ist passiert. Und deswegen werden wir heute unsere Meilentickets nutzen und hoffen, dass wir einen coolen Bewohner da irgendwo finden, den wir auf die Insel einladen können. Ich hoffe auf eine Katze oder einen Wolf. Aber wenn da irgendwas anderes Cooles ist, was vom Design her gefällt, dann werde ich das auch mitnehmen. Ich weiß halt gar nicht, was es da so gibt. Ich glaube, New Horizons hat 402 Bewohner. Das heißt, da hätten wir einiges an Auswahl. Schauen wir einfach mal. Okay, what do we have here? Ach, die Insel kenne ich doch schon, oder? Ich glaube, hieraus habe ich meine erste Vogelspinneninsel machen wollen. Oder habe ich sogar gemacht. Ja, genau. Das war genau diese Insel hier. Ach ja, nice. Und da drüben haben wir den Adrian, glaube ich, ne?
Ich glaube, der wohnt auch bei Jay. Bist du der Adrian? Der Kai! Stimmt, der Kai! Oh, Kai ist aber auch cool. Hallo, Hallöchen. Hier jemand von meinem Format zu treffen, hättest du nicht erwartet, was? Man nennt mich Kai, den größten Adlerstar der Stadt. Oder Insel in diesem Falle. Du musst Dizzy sein, von Dizzymania, richtig? Ja, das Schlauste wäre wohl, gut aufeinander aufzupassen, solange wir hier sind. Ki! Eigentlich finde ich Kai ganz cool. Aber ich kann doch jetzt nicht den ersten Dude nehmen, den ich hier antreffe. Ist das dein Erzspiel, dass du jetzt gleich Kai gibst? Kai statt Nadine wäre halt ein Träumchen. Aber eigentlich möchte ich halt einen Wolf oder eine Katze. Ich glaube, ich werde den Kai nicht nehmen, weil der eben schon beim Jay lebt. Und ich brauche ja nicht noch einen Typen, der auch bei Jay lebt. Weil wir haben schon irgendeinen gleich. Ich glaube, die Pia oder sowas haben wir beide. Dann wäre das jetzt auch ein bisschen doof, wenn ich dann auch noch den Kai hätte, oder? Ja, ich lasse das. Ich nehme den Kai nicht. Insel Nummer 2 sieht auch nicht so interessant aus. Ist hier denn irgendwer? Hallo? Da drüben ist zumindest ein Lagerfeuer. Wir haben ein Känguru. Ein Känguru habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Da ist die Carola. Mir egal. Bla bla bla. Ich will keine Carola. Aber ich wollte nur wissen, wie du heißt. Danke. Tschüss. Dann gehen wir jetzt wieder weg von dieser Insel. Insel Nummer 2 auch sehr, sehr langweilig. Schade. 3 Tickets haben wir aber ja noch. Insel Nummer 3. Wieder Kirschen. Immer Kirschen. Das ist genau dieselbe Insel wie auch die erste Insel. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Ich hab wohl Pech mit meinen Inseln. Ein weiterer Koala, wie es aussieht. Hallo. Die Conny. Die sieht sehr merkwürdig aus. Ja, nee. Ich will dich nicht, Conny. Meine Insel 4. Hoffentlich ist die besser. Aber so langsam. Okay. Habe ich die Befürchtung, ich hätte lieber die 2 Millionen Sternis annehmen sollen, statt die 5 Meilen-Tickets, wenn ich hier diese Insel so sehe. Denn mir wurden auch 2 Millionen Sternis angeboten für die Marika. Aber noch ist ja nichts verloren. Was haben wir hier? Einen weiteren Hund. Wir haben halt schon die Bär. Ich weiß nicht, ob ich noch einen Hund haben will. Bär ist jetzt auch nicht die allercoolste. Also die würde ich jetzt auch jederzeit aus meiner Stadt rausschmeißen. Aber hallo, wer bist du? Die Bella, auch ein weiblicher Hund. Okay. Dachte, ich mach mal einen Kurztrip. Keine Ahnung, was hier so geht. Nicht so viel, glaube ich, irgendwie. Bisschen relaxen ist ja auch nicht so ganz verkehrt, wenn man nicht übertreibt damit. Wedel. Hau rein, man sieht sich. Okay, also sie scheint auf jeden Fall ein bisschen cooler drauf zu sein. Aber noch ein Hund? Vor allem einen weiblichen Hund? Nee. I don't need this. Da präferiere ich sogar meine Bea ein bisschen mehr. Das ist halt mega die Leseratte und die guckt sich immer an, welche Blumen ich pflanze und was da so für Insekten rumkrakeelen. Und guckt dann immer in ihren Büchern nach. Die ist halt voll gechillt. Aber würde ich trotzdem jederzeit rausschmeißen. Immerhin gibt es auf diesen Meileninseln schön viel Lehm und Eisen. Was ich halt beides leider brauche für diese japanischen Mauern. Oder das ist wenigstens positiv. Ein Meilenticket haben wir noch. Ich hoffe, da ist eine gute Sache dabei. Sonst wäre der Kai am Anfang wirklich der Beste gewesen. Aber ich kann doch nicht einfach irgendeinen random Typen auf meine Insel lassen. Vor allem keinen random Typen, der Kai heißt und auch schon bei Jay wohnt. Oh, zumindest eine Bambusinsel. Why not? Dann ist hier doch bestimmt wieder ein Koala oder Panda oder was auch immer. Ein Affe. Okay, hallo Äffchen. Ich habe noch keinen Affen bei mir. Der Daniel. Hey da, ich bin Daniel. Bin aus der Laune rausgekommen, aber die Insel ist gar nicht mal übel. Ja. Ich will aber keinen Affen. Okay, schade. Also leider kein Bewohner für uns gefunden. Vielleicht gebe ich gleich nochmal ein paar Meilen aus, damit ich mir nochmal ein paar Meilen-Tickets hole. Ich hatte übrigens gestern, also an dem Tag, wo Marika noch eingepackt war, da war schon auf meinem Campingplatz wieder ein Random-Typi. Und zwar so ein komischer Frosch. Ich glaube, der hieß Sunny. Ja, Sunny hieß der, glaube ich. Und der hatte halt so einen Arztkittel an und so eine Atemmaske und war halt ein Frosch. Der war eigentlich auch ganz witzig. Aber ob ich jetzt einen Frosch haben will, glaub nicht. Bin jetzt sehr picky mit meinen Bewohnern, muss ich sagen. Jetzt, wo ich weiß, wie schwer das ist, die aus der Stadt rauszudüddeln. Am Anfang dachte ich halt, man muss einfach nur Melinda sagen, ja, hier, ich mag den nicht. Bitte lass den ausziehen. Aber nein, das geht ja leider nicht. Aber so eine Bambusinsel finde ich jetzt eigentlich auch nicht schlecht. Da kriegt man immer schön viele Bambussprossen. Und ich glaube, den Bambus werde ich auch mitnehmen, weil den brauche ich halt wirklich überall auf meiner Insel. Und jetzt werde ich wieder mit diesen ganzen Bambus in meinem Inventar nach Hause fliegen. Und das Blöde bei Bäumen ist, man kann sie nicht ins Inventar packen, also ins Hausinventar oder ablegen oder sonst was. Man muss sie einfach irgendwo pflanzen. Das hatte ich nämlich jetzt auch schon eine Woche lang das Problem, dass mein halbes Inventar, meine halbe Tasche einfach voller Bäume war, weil ich keinen Platz wusste, wo ich die hinplatzieren sollte. Ja gut, aber unsere kleine Meileninsel-Expedition hat leider uns keinen neuen Bewohner gebracht.
Aber ich könnte zumindest den Bambus hier irgendwo einpflanzen. Eventuell hier zwei an die Ecken. Ich hatte da schon mal auch diese Orangenbäume hin platziert. Das sah ein bisschen merkwürdig aus und ich vermute fast, mit dem Bambus wird das auch merkwürdig aussehen. Weil die einfach nur in den Ecken da rumgammeln, das ist echt merkwürdig. Man sieht sie halt nicht mal. Ja. Egal, ich muss aber platzlos werden. Ah, jetzt stehen die da halt erstmal. Vielleicht zwischen denen auch nochmal ein Bambus? Ja, dann machen wir das so. Dann ist das da ein bisschen bewuchsen hinter. War schon in Ordnung. Hier vorne kann man übrigens leider keinen Bambus hinpacken. Habe ich schon mal ausprobiert, weil da ganz offensichtlich das Museum zu nah dran ist. Also die müssen mindestens einen Abstand zum Museum haben, sonst kann man da nichts pflanzen. Das ist mega sad, aber kann ich leider nichts dran ändern. Und dann habe ich mir noch überlegt, hier alles voller Bambus zu tun. Das ist jetzt erstmal nur provisorisch, ja? Das bleibt nicht so. Mal gucken, was wird. Eigentlich müsste hier dann auch noch irgendwas hin, aber ans Ufer geht das, glaube ich, auch nicht, ne? Wenn ich hier jetzt Bambus platzieren wollen würde... Ne. Genau ans Ufer geht es auch nicht. Dann wird das ein hier hinten gehen, wenn ich hier wieder alles voll mit diesen Asienzaun mache. Könnte man auch machen. Ich finde immer noch, dass mein Rathaus richtig behindert steht. Aber wenn man das hier alles voll betoniert, dann quasi genauso macht wie da drüben, könnte das vielleicht auch hübsch sein. Ich habe hier gerade meine ganzen Blumen einfach nur hin platziert, die sonst überall rumlagen, weil ich sonst keinen besseren Platz gefunden hatte. Ist auch alles nur provisorisch. Ja, was ich dann mit den restlichen vier machen soll, keine Ahnung. Fällt mir bestimmt auch irgendwann was ein. Aber eine Sache muss ich euch noch zeigen für den heutigen Tag. Es gibt gleich schon wieder Essen. Und zwar, oh, jetzt seht ihr das schon, meine Baumplantage steht jetzt nicht mehr hier rechts. Also hier stand sie vorher, sondern sie ist jetzt hier nach links verfrachtet worden. Toll, oder? Hier sind jetzt alle Stauden, die es so gibt. Also ganz rechts ist hier Birnen, dann kommen die Äpfel, dann die Pfirsiche, dann die Kirschen und dann die Orangen. Und dann habe ich dazwischen noch überall so einen Weg gemacht. Und ja, so ist jetzt erstmal meine Baumplantage. Stimmt, hier muss ich noch was wegmachen. Da stand nämlich der CJ drauf. Der olle Biber oder Otter oder was auch immer das sein soll. Und die Bäume hier musste ich ein bisschen anders verfrachten, weil, warum auch immer, sind nur diese vier Bäume hier, die vier Apfelbäume, nicht gewachsen. Die hier hinten schon und die nebenan und sowas auch, aber diese vier nicht. Deswegen warte ich jetzt, dass die da hinten voll ausgewachsen sind und dann kommen sie da wieder rein. Sind auf jeden Fall alles Äpfelbäume. Ja, haben wir sonst heute noch irgendjemanden auf dem Campingplatz? Nö. Na, Dentchen. Dann weiß ich auch nicht, was wir jetzt noch machen. Wir können ja doch mal alle Bäume schütteln und gucken, was wir bekommen. Lohnt nämlich eigentlich auch, immer jeden Tag alle Bäume zu schütteln. Denn da kommen coole Wespen raus, die einen stechen, wenn man einfach nochmal den Baum schüttelt, statt die Wespen zu fangen. Auch sehr cool. Und Wespen sind nämlich eigentlich sau viel wert. Die sind, glaube ich, 2000 oder so wert. Vielleicht sogar noch mehr. Weiß ich gerade nicht. Bringen halt Wespennäste, die einen Medizin bringen. Und von den Bäumen kann halt auch Geld runterkommen. Und aber auch geile Möbel. Ein Flechtpapierkorb. Der sieht doch bestimmt richtig knorke aus. Zeig mal her. Nice, der ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Finde ich in Ordnung. Und davon gibt es, glaube ich, 2 Bäume pro Tag, die auch Möbel innehalten können. Deswegen ist das auch eine sehr witzige Beschäftigung, die man jeden Tag machen kann. Und wir kriegen hier unser zweites Möbel, nämlich das Magazin. Das ist ja mega gut. Ich brauche das Magazin. Wisst ihr nämlich wofür? Habe ich das überhaupt schon? Nee, ich glaube nicht. Aber es gibt ein Manga-Regal. Und dafür braucht man, glaube ich, 10 Magazine. Aber ich hatte bisher noch kein Magazin. Aber jetzt, wo ich ein Magazin habe, kann ich die natürlich jetzt 5-mal am Tag bestellen. Ultra gut, ich habe endlich die Magazine bekommen. Kann ich euch natürlich auch nochmal zeigen, wie die aussehen. Sieht wahrscheinlich nicht sehr spektakulär aus. Das ist ein Magazin? Oh nein, ist ein Magazin was anderes als Magazin, ne? Dames, ist das dein Ernst? Oder man braucht diese ein Magazin? Oder mehrere Magazin? Für ein Magazin, ne? Und daraus entsteht dann erst alles, was man so haben will. Das wäre natürlich belastend, muss ich sagen. Ach, habt ihr das eigentlich schon gesehen, dass ich hier den Fluss anders gemacht habe? Ich glaube auch nicht, ne? Also ich habe den Fluss hier gemacht. Das ist schon ein bisschen her, seit die letzte Folge war. Also hier ging der Fluss ja eigentlich genauso wie auf der anderen Seite. Also dass das erstmal nur so ein Tröpfchen war. Dann habe ich jetzt halt weitergeführt. Hier oben hin, dann durch den Weg durch. Bis ganz ans Ende. Dass er dann hier reinmündet und dann auch ganz ins Meer wieder reinmündet. Fand ich so schöner. Also ich wollte zumindest, dass es dann Abschluss gibt. Weil ich hatte ja auch als Idee, dass hier dann einfach so ein Tümpel ist. Oder so ein Minisee. Habe ich dann aber doch schnell verworfen. Ich finde das so tatsächlich besser.
Na gut, 3 Meilen-Tickets kaufe ich nochmal, aber wenn da dann auch keiner bei ist, den ich haben will, dann muss das ja heute lang. Okay, Insel 6. Oh Gott, ich sehe da oben doch schon, was es ist, oder? Ein Schweinchen. Oh, ich dachte ein Oktopus, aber es ist nur ein blödes Schweinchen. Ein Oktopus hätte ich auch genommen. Oktopusse sind richtig witzig. Wer bist denn du? Schwarte heißt er einfach. Hallo, schön dich zu treffen, Schwarte. Und gut, also das ist cool, wirklich cool. Grunz. Ja, eigentlich auch witziger Typ auf jeden Fall. Aber nix für mich, der Boy. Und er friert mir nicht, ne? Soll er doch bei den Fischen schwimmen. Macht gar keinen Sinn, aber egal. Apropos Fische, was geht hier eigentlich ab? Hey, hier sind aber 3 dieser riesigen Fische. Die werden sowieso gleich alle weg sein, wenn ich einen davon erwische. Aber einen fange ich mir. Mal gucken, was das ist. Scheint ja alles voller Barsche. Cool, alles voller Barsche. Das ist ja der Jackpot. Wow. Aber hier gab es immerhin mal einen Villager, den ich so, glaube ich, auch noch gar keine Insel gesehen habe. Also ich glaube, ich hatte bisher noch gar kein Schwein irgendwo gesehen. Auf zur Insel Nummer 7. Das sieht schon wieder so aus wie die Insel, die wir schon 2-mal hatten heute. Jetzt ohne Witz. So den. Nee, die sieht tatsächlich anders aus. Guck mal, da ist ja sogar der Sunny. Der war gestern auch in meinem Campingplatz. Das ist er doch. Jetzt ist er plötzlich hier. Gestern ist er noch bei mir gecampt gewesen. Heute ist er einfach auf dieser komischen Insel. Ich bin Sunny, ich besuche heute diese Insel. Du bist Dizzy von Dizzymania, wie cool. Okay, anscheinend hat er sein Gedächtnis verloren. Denn... Der war gestern... Genau der Typ war gestern in meinem Campingplatz. Was ist das denn für ein Pech, was ich hier habe? Finde ihn halt eigentlich auch sehr witzig, vom Design her. Aber ich will ja nun mal eine Katze oder einen Wolf haben. Den kann ich den Sunny ja nicht bei mir reinlassen. Okay, 1 Meilen-Ticket habe ich noch. Vielleicht liegt es ja an meiner Uniform, dass die coolen Charaktere Angst vor mir haben. Vielleicht haben die ja weniger Angst vor mir, wenn ich mein Königsoutfit anziehe. So, diesen Schnauzer kann man nur vertrauen. Wenn das jetzt nicht funktioniert, dann weiß ich aber auch nicht. Ich meine, ich habe sogar diesen Fischstab in der Hand. Was soll da noch schief gehen? Schon wieder eine... Oh nein, das ist schon wieder ein Känguru. Oh, aber ein recht cooles Känguru, muss ich sagen. Das ist so ein Kung-Fu-Känguru. Und es ist einfach schon wieder eine Bambusinsel. Hallo. Der Sinan. Deine Nase kenne ich nicht, glaube ich. Noch nicht. Sinan heiße ich. Lustig, dass wir sich gerade hier begegnet. Wo immer wir hier sind. Ganz klar ist mir das nicht. Wie heißt du, Dizzy? Na gut, boing, boing, genehmigt. Ja, das ist halt so ein Kung-Fu-Typi. Finde ich jetzt eigentlich auch gar nicht so kacke. Wird zumindest in mein Inselthema reinpassen. Der war aber mit Kai jetzt keine totale Niete. Hätte ich auch 2 Plätze frei, dann hätte ich den locker auf die Insel mitgenommen. Also statt Nadine sowieso jeden, den wir heute getroffen haben. Aber da das mein letzter Platz ist, muss das schon speziell sein, der da rein soll. Aber das lief doch jetzt schon mal besser, jetzt wo wir uns umgezogen haben. Und ich habe noch im Internet einen Trick... in Anführungszeichen, mitbekommen. Was anscheinend helfen soll, gute Meileninseln zu bekommen. Ich werde den doch jetzt nochmal ausprobieren. Aber dafür brauche ich erst mein neues Meilen-Ticket. Diebidibidib. So, und zwar soll das helfen, wenn man in die Hände klatscht. Ach, guck mal, er macht... das wusste ich gar nicht. Okay, der Bodo macht da auch was. Ja, jetzt soll er eine coolere Meileninsel geben. Ich glaube jetzt nicht wirklich dran. Das ist halt irgendwie dem japanischen Schreingebot irgendwie nachempfunden, dass man halt in die Hände klatscht und dann sich eigentlich noch verbeugt und sowas. Und dass man dann halt viel Glück hat und so, wenn man dann in den Schrein spendet. Da ist das, glaube ich, nachempfunden. Und hatten wir Glück. Udo, wo hast du mich hingebracht? Beziehungsweise, wen hast du mir auf die Insel hier gebracht? Es ist ein Wolf! Nein, ist nicht dein Ernst! Ich krieg einen Wolf! Nimm mich, ist meins. Okay, das Klatschen bringt was. Leute, klatscht alle in die Hände, bevor ihr auf eine Meileninsel geht. Das Spiel kann dann gar nicht wissen, was ich haben will. Aber es ist die Katharina. Wuhu, supi, dass du hier bist. Ich bin Katharina. Kommst du auch von einer anderen Insel? Dizzy Mania, Wahnsinn. Das ist echt weit. Nur mit mir auf dieser coolen Insel abzuhängen. Dizzy, lass uns total die Party machen. Mit Glitter und Lasershow. Foxtrott, sagt sie einfach. Also es ist ein Fuchs, kein Wolf. Ich bin natürlich dumm. Aber Füchse nämlich auch. Nach Dizzy Mania ziehen? Wahnsinn, ja klar will ich. Eigentlich wäre ja jede Insel cool, aber mit dir ist jede Insel so viel cooler. Hey, alle mal zuhören, ich zieh nach Dizzymania. Yay! Doch, ich glaube, damit bin ich zufrieden. Und dann mobben wir halt die Nadine noch raus. Und dann haben wir irgendwann unsere Traumbewohner auf der Insel. Und ein Kartonsofa finde ich ja auch noch. Ist nicht dein Ernst. Jetzt habe ich einen Kartonstuhl und ein Kartonsofa. Diese Kartonkollektion ist so witzig, jetzt ohne Witz. Okay, aber die Insel war gut. Danke, Udo. Wir kriegen einen Fuchs. Und als gebührenden Abschied
hören wir uns jetzt noch ein Lied von KK Slider an. Hallo KK, ja gerne würde ich ein Musikstück von dir hören. Coole Sache das, irgendwelche Wünsche? Ja, ich habe einen Wunsch und zwar, ich will gerne Filmmusik. Ich hoffe, im Deutschen einfach nur Filmmusik und nicht KK-Filmmusik oder so. Oh oh. Ein bisschen Angst, ich setze mich neben Charlie und nein, ich habe Filmmusik falsch geschrieben. Dein Ernst? Gut, dann kommt jetzt irgendein Random-Lied. Oh.